Meine Damen und Herren, ich lebe seit vielen Jahren nach den Prinzipien von The Secret. Jeden Morgen wache ich auf und weiß einfach, stelle mir vor, ganz fest, dass ich ein ranker, schlanker Jüngling mit lockigem Haar und links anliegenden Ohren bin und Sie sehen, es funktioniert. Dann gibt es aber auch Phänomene, die kann man schwer beschreiben. Dieses, was ich in Händen halte, ist das meistverkaufte Buch in Deutschland des letzten Jahres, Shades of Grey, Band 1. Ich gebe zu, ich habe nur Band 1 gelesen, 2 und 3 mag Weltliteratur sein, das weiß ich nicht, weil ich bin für kein Geld der Welt bereit, Band 2 und 3 zu lesen. Dieser erste Band hat mir vollkommen gereicht. Angeblich enthält der Beschreibungen des Auslebens pornografischer, sadomasochistischer Fantasien. Eine junge Frau verliebt sich in einen N20er. Junge Frau ist Literaturstudentin. Tatsächlich ist das Einzige, was obszön ist an diesem Buch, eigentlich die Beschreibung des obszönen Reichtums dieses amerikanischen Unternehmens an der Ostküste. Der ist natürlich fast Milliardär. Und die Beschreibungen von Essen in 3-Sterne-Restaurants, von Flügen in Privatjets, von Fahrten in Stretch-Limousinen nehmen natürlich einen weit, weit größeren Raum ein als die paar Seitelchen, wo die nun irgendwelche Dinge in ihre Körperöffnungen ein- und gelegentlich auch wieder ausführen. Das ist eigentlich ziemlich nämlich. Wenn Sie wirklich Pornografie lesen wollen, dagegen habe ich ja gar nichts, dann machen Sie das lieber mit einem Erzähler wie dem Nicholson Baker. Der hat nämlich ein Buch geschrieben, wo Sie schon, das ist ein amerikanischer Meister, muss man sagen, ein legitimer Nachfahre von Wladimir Nabokov, Nicholson Baker mit Haus der Löcher. Im Grunde weiß man da schon, was man bekommt, wenn man den Titel ausspricht. Das ist Weltliteratur. Der hat sich aber wirklich vorgenommen, ein Stilexperiment zu wagen, nämlich kann man einen Porno schreiben auf weltliterarischem Niveau. Der Plot ist wie jeder pornografische Plot ganz leicht nachzuerzählen, nämlich jedes Starren auf einen kreisrunden Gegenstand ist lebensgefährlich. Jede Flaschenöffnung, jedes Glas, jede Lampe, was haben wir hier, jeder Scheinwerfer, könnte sich sofort teleportieren ins Haus der Löcher, jeden Ort, wo alle ihre erotischen Fantasien wahrnehmen, wahr werden. Allerdings, das Problem ist, hier verselbstständigen sich auch ihre Körperteile und haben ohne sie Spaß. Schräg, surrealistisch, aber ich bin mir nicht sicher, ob das ein gutes Buch ist, wenn ich ehrlich bin. Ich bin mir ganz sicher, dass es ein Hardcore-pornografischer Roman ist. Allerdings eben auf diesem literarischen Niveau, wie man das erwartet. Insofern tauschen Sie Shades of Grey einfach gegen den Nicholson Baker. So, jetzt habe ich Ihnen hier noch ein paar Bücher mitgebracht, die in meinen Augen sich wirklich lohnen. Warum lohnen die sich? Naja, ich habe mal erfahren, dass man beim Gang durch eine normale deutsche Großstadt so etwa 6000 Werbebotschaften pro Tag aufnimmt. Damit werden sie bombardiert durch Medien, durch Werbung. Ich brauche Literatur nicht zuletzt, um mein Handwerkszeug, meine Sprache sozusagen in irgendeiner Weise reinzuhalten. Das kann man in der kürzesten Art und Weise durch Lyrik, Gedichte, die Freude an der Lyrik, wurde vielen Menschen in der Schule leider ausgetrieben. Für mich unbegreiflich. Auf meinem Nachttisch liegt meist Lyrik, weil es die schnellste und kürzeste Form ist. Da gibt es den Gerhard Falter, der wohnt sogar hier in der Nähe, glaube ich. Der hat eine Auftragsarbeit gemacht, die fantastisch war, nämlich Gedichte rund um den Pergamonfries zu schreiben. Das ist das meistbesuchte Museum Deutschlands, das einzige, das sogar am Montag auf hat. Das war ein Gedichtband, den ich, glaube an einem Wochenende eines Morgens, offen gestanden, noch im Bett gelesen habe. Und ich habe immer so vor mich hinkichern müssen, dass meine Frau fragte, was liest denn du da, um Gottes Willen? Und warum man da vor sich hinkichern kann, ist ganz einfach. Hören Sie einfach mal zu, Der Fries von Gerhard Falkner. Du sagst, mich lässt der Marmor kalt, die alten Scherben. Ich kann mich in der Schönheit nicht erkennen, nicht in der Schlacht. Ich kenne keine Löwen, kann kein Griechisch. Linke keinen Sonnenwagen. Ich habe keinen Sinn für etwas, das mich übersteigt. Mein Alltag wird davon nicht heller, meine Zeit nicht leichter. Ich verstehe das nur zu gut. Du wirst verrückt, wenn du dein Bein dagegen hältst, deinen Kopf, wenn du dein Leben, das im Lustigen verpufft,
mit Höhepunkten höchstens noch im Fußballfieber, vergleichst mit etwas von nichts Überflüssigem gestreift, wo mit Lust und Größe alles ineinander greift, jede Geste ausgereift. Kein Wunder, dass da Marmor keine Wirkung tut, nicht mal als Platte, auf der steht, hier ruht. Also, wenn es einen legitimen Nachfolger gibt von dem großen Robert Gernhardt, dann ist es in meinen Augen Gerhard Falkner. Ja, das ist eine große poetische Meisterschaft, die er da an den Tag legt. Was soll man lesen? Wissen Sie, es gibt so verschiedene Orientierungssysteme in der Literatur. Das eine sind natürlich die Literaturpreise. In den letzten Jahren gingen die Literaturpreise, die namhaften Nobelpreis, Büchnerpreis, schwer in Ordnung in meinen Augen. Da ist die Felicitas Hoppe, die hat letztes Jahr den Büchnerpreis, den renommiertesten, bekommen. Eine junge Autorin, naja, man hält sich halt immer für den Nabel der Welt, die ist so alt wie ich etwa, jung, was heißt das schon, also Ende 40. Jedenfalls, die hat in diesen zarten Jahren eine Autobiografie geschrieben und die Besonderheit dieser Autobiografie, einem Roman, der heißt Hoppe, ist, dass sie von hinten bis vorne erstunken und erlogen ist. Da blättern Sie das Buch auf und Sie lesen einen Wikipedia-Eintrag. Da steht, Felicitas Hoppe, geboren am 23.12.1960 in Hameln, ist eine deutsche Schriftstellerin. Das ist der letzte wahre Satz. Alles andere ist Lüge. Deshalb heißt das Motto des Buches auch, für Familienmitglieder gilt das gesprochene Wort. Das ist aber gleichzeitig so etwas wie ein Paukenschlag, weil eine Befreiung von all diesen schrecklichen Sachbüchern, diesen Pseudo-Autobiografien von Uschi Glas, Senta Berg und wie sie alle heißen mögen, mir fällt da natürlich immer Oliver Kahn, unser Ex-Nationaltorwart ein, in dessen erster Autobiografie Nummer 1 mit Titel, doch tatsächlich sich der ein heiliger gemahnende Satz findet, die Trennung von meiner Frau hatte nichts mit ihrer Person zu tun. Daran merken Sie, dieses Buch hat Oliver Kahn ganz sicher selber geschrieben. Einem Ghostwriter wäre sowas nicht passiert. Hoppe ist es eben, also ist so eine Ermächtigungserklärung. Die macht sich ihr Leben wirklich zu eigen und sagt, ha, ich erzähle euch nicht, wie es wirklich war, ich erzähle euch, wie es hätte sein können, wie es hätte sein sollen. Die erzählt davon, dass sie nach Kanada emigriert, schon als kleines Kind mit ihrem Vater, der ein Erfinder ist, ein Patentanwalt, und dort die Sandkastenliebe von dem Beckenbauer des Eishockeys Wayne Gretzky wird. Sie bringt ihm praktisch Eishockeyspielen erst bei. Aber diese Liebe, das wird nicht so richtig was, dann setzt sich das weiter. Sie studiert Komposition in Australien, dann Literaturwissenschaft im Mittleren Westen, in die USA und dann biegt so langsam diese fiktive dieser Lebensentwurf in die reale Biografie von Felicitas Hoppe ein. Das ist zum Beispiel jetzt so ein wirklich horizonterweiternder Roman, den ich Ihnen empfehlen würde. Aber auf jeden Fall auch die aktuelle Büchnerpreisträgerin Sibylle Levitscharow, meine schwäbische Landsmännin, wenn ich das sagen darf, mit Büchern wie Consumatus, wo nur einer am Tisch sitzt und Wodka trinkt und im Grunde dann in die Hölle geht, wo er James Dean und Jim Morrison trifft. Oder mit ihrem wunderbaren Roman Blumenberg, wo der deutsche Philosoph Blumenberg, der berühmterweise nachts arbeitete, plötzlich aufblickt von seinem Diktiergerät und einen ausgewachsenen Löwen auf seinem Perserteppich liegen sieht. Das Problem ist, nur er kann den Löwen sehen. Später trifft er dann mal eine katholische Gemeindeschwester, die sieht ihn auch, der Löwe als Attribut des Heiligen. Wie geht man mit so einem Löwe um? Eine neue Fassung von Mein Freund Harvey. Unbedingt erwähnen möchte ich ein Buch, das im Frühjahr den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen hat, Leben heißt es, von David Wagner. Der David Wagner verarbeitet darin eine existenzielle Erfahrung, nämlich eine Lebertransplantation, die ihm das Leben gerettet hat. Es ist besonders schwierig, von Selbsterlebtem zu schreiben, das weiß man, aber ganz besonders, wenn diese selbsterlebte Krankheit und Tod beinhaltet. Ein nicht kitschiges Buch über eine lebensbedrohliche Krankheit zu schreiben, ist wirklich sehr, sehr schwer. Der Wagner hat sich entschieden, alle Register der Moderne zu ziehen und schreibt seinen Roman in Kurzkapiteln, erhält sein Material kalt,
nimmt die Devise von Gottfried Benn quasi zu Herzen und deshalb finden sich daraus darin auch Kapitel wie das 92. Seite 108. Das besteht nur aus der Wiederholung eines einzigen kleinen Satzes, nämlich ich warte, ich warte, ich warte, ich warte, ich warte, ich warte. Aber wenn das nicht die authentische Krankenhauserfahrung schlechthin ist, die Erfahrung des Krankseins, dann weiß ich auch nicht. Und deshalb ist es eben kein Buch, das billigen Trost offeriert oder falsche Wege zeigen möchte, sondern das ist für mich tatsächlich, in diesem Fall gab es ein Happy End für den David Wagner, für mich ein authentisches Buch über schweres Kranksein, was man auch jedem Schwerkranken heute in die Hände drücken kann, ohne sich da irgendwie zu fühlen wie ein Quacksalber oder so ein Spaß. Ja, ein sehr starkes Buch. Solche typografischen Experimente müssen aber nicht nur in der absoluten Hochliteratur unbedingt stattfinden. Da gibt es zum Beispiel ein Buch, und bitte halten Sie mich jetzt nicht für irgendeinen obsessiven Schmutzfinken. Die meisten Texte, die ich lese, haben nichts Anstößiges. Auch dieser eigentlich nicht, aber er heißt nun mal die Verteidigung der Missionarsstellung. Also sagen Sie es nicht, der kommt ja nur mit Pornos hier. Die Verteidigung der Missionarstellung von Wolf Haas ist die Geschichte eines Mannes, der sich immer unglücklich verliebt. Und zwar hat er das Gefühl, nicht nur das Gefühl, sondern er weiß es, dass wann immer er sich verliebt, bricht eine weltweite Epidemie aus. Zum ersten Mal verliebt er sich in den 80er Jahren in England, Folge Rinderwahnsinn. Zum zweiten Mal verliebt er sich in die Jahrtausendwende in China, er ist Dolmetscher für Mandarin, Folge, ja, wir haben es alle noch, Lügepest, ja. Und zum dritten Mal denkt er, jetzt kann aber nichts mehr schief gehen und verliebt sich in die Betreiberin einer Sprossenfarm in Niedersachsen. Naja, Sie wissen, wie es ausgeht. Aber dieser Unterhaltungsroman, und das ist ein Unterhaltungsroman, heißt Verteidigung der Missionarstellung, erzählt aber mit den Mitteln der Barockliteratur. Das heißt, er benutzt zum Beispiel Emblematik. In Peking verliebt er sich in seine niederländische Kollegin, ebenfalls eine Dolmetscherin für Mandarin, und es geschieht im Aufzug eines Hotels. Und diese Buchseiten beschreiben die Dialoge, die also zu dieser erwiderten Liebe Gott sei Dank führen, und Sie sehen, wie diese Aufzugkabine da widerfährt. Und wenn ganz unten dann diese Aufzug sein Ziel erreicht hat, sind die beiden tatsächlich ein Paar. Ja, das macht er nicht schlecht. Daraufhin beschließt dieses Paar allerdings, in Peking chinesisch essen zu gehen. Und da muss ich zugeben, dachte ich ja, jetzt überspannt er aber langsam den Bogen. Weil die gehen dann also essen und dann wechseln das Schriftbild ins Chinesische. Und glauben Sie ja nicht, dass es in anderen gibt, wo sie das, was im Restaurant stattfindet, noch übersetzt bekommen. Da müssen sie schon an den Chinesen ihres Vertrauens weg, der Englisch schnell vom Blatt lesen muss. Ja. Also so geht es also auch. Das finde ich ja mal ganz gut. Ja, neben den Literaturpreisen gibt es noch eine andere Art und Weise, sich in der Literatur zu orientieren. Das sind die Bestsellerlisten. Da gibt es in Deutschland aber leider eine dramatische und tragische Verwechslungsgefahr. Viele Menschen glauben, dass die Bestseller irgendetwas wegen des phonetischen Gleichklangs mit den besten Büchern zu tun haben könnte. Es handelt sich aber lediglich um die meistverkauften Bücher. Machen wir ein kleines Gedankenexperiment, stellen Sie sich vor, Sie müssten eine der 10 meistverkauften Mahlzeiten Deutschlands zu sich nehmen. Kein Mensch käme auf den Gedanken, er würde dann gut essen, sondern wir ahnen schon irgendwie, das wird ein rechter Durchschnittsmampf sein. Und so ist es in der Literatur letzten Endes auch. Meiden Sie jedes Buch, das auf einer Bestsellerliste steht. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es sich um sehr minderwertige Ware handelt. Sie wollen auch nicht einen der 10 meistverkauften Pullover Deutschlands haben. Und genauso ist es zwischen 2 Buchdeckeln. Ja? Aber für diese kleine Fernsehsendung, die ich da nun Andreas Ammer und einigen anderen Kollegen zusammen mache, haben wir mal für unsere Jubiläumssendung ein Experiment gewagt und gesagt, dann lass uns doch, nachdem ich da 10 Jahre Bestseller bespreche, lass uns doch mal die 10 meistverkauften Bücher der Welt besprechen seit Erfindung des Buchdrucks, allerdings mit Ausnahme von heiligen Schriften, weil das könnte Ärger geben. Wir wollten das ja in Jerusalem drehen und ich bin ja so als
lustigere, jetzt nicht so unbedingt prätestieren, die alle hochlegen zu lassen. Und wir wollten auch auf Bücher von oder über Helmut Schmidt verzichten, weil das wird ja dann langweilig sonst. Wir haben das gefunden und haben diese Liste zusammengestellt und die hat mich nicht schlecht erstaunt. Platz 10 der 10 meistverkauften Bücher ist der Esoterik-Schwurbler Paulo Coelho, der Brasilianer, mit seinem Roman Der Alchemist. Das ist die Geschichte des Hirtenjungen Santiago, der auf der Suche nach ewigem Seelenheil zufälligerweise auch irdische Reichtümer findet. Oder andersrum, eigentlich sucht er irdische Reichtümer, findet stattdessen aber sein ewiges Seelenheil. Das ist so etwa das Pendant zu solchen kleinen Täfelchen, die man gelegentlich noch im Hauseingang findet. Das hat so die Tiefe von so Sprüchen wie, wenn es Arschel brummt, ist Seele, ist Seelenchen gesund, ist Herz gesund. Ja? Für mich ist die beste Zusammenfassung des Inhalts, wenn Sie den Titel ganz langsam aussprechen, die letzte Silbe des Titels fasst das Buch schlüssig zusammen. Erstaunlich fand ich die Wiederbegegnung mit Jamie Salinger's Fänger im Roggen, eines meiner liebsten Leseerlebnisse als junger Mann. Natürlich der Pubertätsroman schlechthin, der 16-jährige Holden Caulfield, der das Amerika seinerzeit, der frühen 50er Jahre, mit dem Röntgenblick durchschaut und alles als Phony und Phonies, also geheuchelt und Heuchler, durchschaut. Ich muss zugeben, die Wiederbegegnung mit diesem Text löste bei mir keine große Wiedersehensfreude aus, auch eine neue Übersetzung. Ein bisschen verdammt moralisch selbstgerecht erscheint mir heute dieser Holden Caulfield, aber vielleicht fällt es auf mich zurück und es ist nur meine private Alterungserscheinung. Ich habe aber das Gefühl, in diesem Text ist ein bisschen der Gilt gefahren. Manchmal ist es ja auch wie bei Lebensmitteln, vielleicht hat die Haltbarkeit dieses Textes doch schwer nachgelassen. Ich glaube, ins 22. Jahrhundert wird es dieser Roman dann doch nicht mehr schaffen. Auf Platz 8 war Dan Brown mit Sakrileg. Meine Damen und Herren, hier, damit es keinen Vertun gibt, das ist natürlich reine Schundliteratur, gar keine Frage. Aber diese Geschichte um die Kinder von Jesus Christus, ein über Jahrtausende gehütetes Geheimnis, diese Geschichte ist verflucht spannend und ich kann mir keinen vorstellen, der das aufschlägt, der nicht zumindest wissen möchte, wie es ausgeht. Ich stehe nun wirklich nicht in Gefahr, das wiederzulesen, aber es ist so schön, wenn man diese beiden Bücher in einem Atemzug nennt, Fänge im Roggen von Salinger, ganz klar, Weltliteratur, und dieses, und trotzdem verwerfe ich nun quasi den Salinger und lasse das zumindest als Kolportage gelten, da merken Sie, jedes Buch bringt die Maßstäbe, nach denen es bewertet werden möchte, selber mit. Sie können nicht mit einem Maßstab an alles gehen, das ist doch völliger Unsinn, Unfug. Sie können nicht eine Currywurstbude so bewerten wie ein Lokal, das sozusagen drei Michelin-Sterne haben möchte. Dann war ich nicht schlecht erstaunt, dass unter den 10 meistverkauften Büchern ein Krimi natürlich war von Agatha Christie, aber ausgerechnet. Und dann gab es keines mehr, und ich kannte den gar nicht, und dann gab es keines mehr von Agatha Christie, was ist denn das? Tja, das ist die politisch korrekte Bezeichnung für jenen Krimi, den wir noch vielleicht kennen unter dem Titel 10 kleine Negerlein. Ich hatte Anfang des Jahres ja einen kleinen Betriebsunfall, weil ich mich dagegen wehrte, dass in Kinderbüchern wie Pippi Langstrumpf, Sie erinnern sich, da gibt es ja den Südseekönig bzw. den Negerkönig, Pippi Langstrumpfs Vater, und in der kleine Hexe Textnormen vorgenommen werden. Teilweise wie im Falle von Astrid Lindgren nach dem Tod des Autors und Fritz Preußler ist verstorben. Angeblich hat er diese Änderungen noch gebilligt. Ich weiß nur, dass alle Interviewanfragen seit Jahren mit dem Hinweis auf die Demenz des Autors abgelehnt wurden. Und dann kann man nicht einerseits sagen, er ist dement, andererseits aber sagen, er hat es gebilligt. Ja? Das halte ich für ein bisschen problematisch. Ich will da gar nicht unbedingt recht haben. Ich glaube nur, dass man die Meisterwerke der Kinderliteratur ebenso wenig umschreiben darf wie irgendwelche andere Texte der Weltliteratur, nur weil die uns aus heutigen ethischen, philosophischen Überlegungen nicht passen. Das ist wie wenn Sie in ein Museum gehen und in klassischer, ikonoklastischer Manier Statuen, die etwas darstellen, was ihnen nicht passt, mit dem Hammer zu korrigieren versuchen oder klassische Gemälde über Romane.
dass wir darüber in Deutschland im Jahr 2013 eine Debatte führen müssen, dass das nicht statthaft ist. Ich will in dieser Weise Ihnen recht behalten. Es gibt auch gute Gründe und die Verletzungen sind real, die man vielleicht im Kindersehen damit anrichten kann. Aber dann, wenn man wirklich so Angst hat vor diesen Begriffen, dann muss man halt sagen, dann dürfen wir diese Bücher nicht mehr verkaufen oder nur noch mit Vorworten oder Nachworten oder mit Fußnoten oder was weiß ich. Aber hier geht es ja auch um knallharte kommerzielle Interessen. Verlage machen das, weil die Angst haben, dass diese Bücher aus den Bibliotheken, aus dem Unterricht verschwinden. Und deshalb sind die einfertig bereit, ihr Windchen nach jedem herrschenden politischen Wind zu hängen. Und das ist fatal, weil das hat man bei Shakespeare erlebt, was dann rauskommen kann, wenn man entsprechend entschärfte Versionen macht. Das wollen wir nicht. So, zurück zu 10 kleinen Negerlein und dann gab es keines mehr. Man muss fairerweise sagen, schon Agatha Christie hat diesen Titel, And Then There Were None, für die amerikanische Ausgabe gewählt. Das ist sicherlich der beste Krimi aller Zeiten, aber er ist verdammt spannend. Da geht es um 10 Menschen, die auf eine kleine Insel vor der Küste Devons gebracht werden. Alle 10 haben schwere Schulden in ihrem Leben auf sich geladen und wie bei den 10 kleinen Negerlein werden sie einer nach dem anderen umgebracht. Das Problem ist nur aristotelische Einheit von Zeit, Handlung, Personal. Der Mörder muss unter ihnen sein. Und es wird natürlich umso spannender, ich werde jetzt nicht verraten, wer der Mörder ist. Aber das kann man heute noch, 60, 70 Jahre nach erstem Erscheinen, mit großer Spannung lesen. Ich war nicht schlecht verblüfft, dass es einen Roman gibt unter den 10 meistverkauften Büchern der Welt, den wir Deutschen, also so gut wie keiner, kennt. Ich habe ja so ein bisschen eine Deformation aus meiner Kindheit, meiner schweren Kindheit. Ich habe mich als Kind enorm begeistert, das war die Rettung für mich, so zwischen 6 und 12, für absoluten Schund, nämlich für Science Fiction, Fantasy und Horror. Und das habe ich auch gesammelt. Und daher kenne ich einen Autor, der heißt Henry Rider Haggard, der einen Roman im 19. Jahrhundert geschrieben hat, der heißt Sie. Und den habe ich schon damals verschlungen. Das war einer der ganz großen Weltbestseller des 19. Jahrhunderts. Sie erzählt die Geschichte von 2 viktorianischen Gentlemen, einer so Mitte 20, einer Anfang 50, die zu einer Expedition ins schwärzeste Afrika aufbrechen, wo es einen sagenhaften Staat gibt, der von einer Königin regiert wird, Ayesha, der sogenannten Shi. Die finden auch dieses Land und die finden auch Ayesha und diese Ayesha brennt in großer Liebe zu dem 25-jährigen viktorianischen Gentleman, weil er sie an ihren ersten Geliebten erinnert. Jetzt muss man wissen, dass Ayesha das Geheimnis der Unsterblichkeit gemeistert hat und seit 2500 Jahren dieses Land regiert. Und sie kommt auf die Idee, mit diesem jugendlichen Liebhaber, der sie an einen jungen Griechen, der leider allzu früh vor 2400 Jahren verstarb, erinnert, durchzubrennen, Queen Victoria vom Thron zu stoßen und ihr Reich stattdessen in England im 19. Jahrhundert zu errichten. Folglich, die beiden fühlen sich an ihre patriotische Pflicht erinnert und müssen jetzt die Unsterbliche töten. Das ist nicht so einfach. Immer noch ein verdammt spannender Roman. Vor allem in dieser Trivialliteratur manifestieren sich 2 wunderbare Sachen. Nämlich die Angst des weißen Mannes vor der starken schwarzen Frau. Das ist die Angst des 19. Jahrhunderts, die da vorkommt. Und natürlich überhaupt die kleinbürgerlichen Ängste vor der Frau schlechthin, vor weiblicher Macht. Die zweite Angst des 19. Jahrhunderts. Also das ist ein tolles Buch. Leider im Moment, das ist manchmal die Wahrheit auf Deutsch gar nicht greifbar. Ja, wir sind gerade dabei, vielleicht einen Verlag zu finden. Manesse hat schon ein bisschen Interesse, weil ich glaube, das könnte man auch heute noch mal gut machen. Ja, auf Platz 5 ist C.S. Lewis, der Fantasy mit Christentum versöhnt. Narnia, Geschichte eines Landes, in dem seit 100 Jahren Winter herrscht, wo die Tiere reden können, spielt im Zweiten Weltkrieg. 4 evakuierte Kinder werden in ein Landhaus gebracht, sollen den Krieg dort überstehen und finden eben die Tür, die rückwärtige Tür in einem Schrank im Speicher, die in das Land Narnia führt. Und dort erwarten sie natürlich eine Aufgabe, sie sollen den Frieden bringen. Immer noch sehr schön, muss ich sagen, Narnia. C.S. Lewis hat mal so schön gesagt, manche Menschen müssen sehr alt werden, bis sie herausfinden, dass Märchen natürlich in Wahrheit für alte Menschen geschrieben sind und gar nicht für Kinder. Also so ein Märchen ist es auch. Ja.
Auf Platz 4, da muss man eigentlich schamrot werden, wenn man das hier in der Hand hält. Xiao Zhengwin, Der Traum der Roten Kammer, einer der berühmtesten Romane der chinesischen Literatur, 250 Jahre alt etwa, erzählt die Geschichte eines Beamtensohns und die Geschichte von 12 chinesischen Jungfrauen, die alle, junge Frauen zwischen 12 und 18, die alle sehr eigene Wege reingehen. Das ist die Mutter aller Familienromane, kann man sagen. Nur das, was ich hier in der Hand habe, ist eine so schauderhafte Version, die entspricht noch nicht einmal einem Viertel des chinesischen Urtextes. Der Verlag, immerhin Insel Surkamp, schämt sich so sehr für die Ausgabe, dass er noch nicht einmal den Autor nennt. Ja, er behauptet, die Übersetzung sei von Franz Kuhn, aber der hat es anders übersetzt. Das ist zusammengepanscht. Es gibt inzwischen eine wissenschaftliche Ausgabe, die ist allerdings relativ teuer, die wenigstens den Gesamttext bereithält. Das ist aber auch ein Buch, was man voraussetzungslos lesen kann und was einem die chinesische Kultur nahebringt. Mir hat es sehr gut gefallen, mich regelrecht begeistert. Platz 3, das Antidot, das Gegengift zu Paulo Coelho, Saint-Exupéry, Der kleine Prinz. Da muss man eigentlich immer viel dazu sagen. Das ist ein Text, der doch noch verankert ist und der eine neue Lektüre aushält. Hier nur die Anmerkung, es ist ja gar nicht so, dass Der kleine Prinz die Quelle aller Weisheit in diesem Buch ist, sondern der Fuchs ist es. Der Fuchs ist, der sagt, man ist verantwortlich für das, was man sich vertraut macht. Und der Fuchs ist, der den berühmtesten Satz vom kleinen Prinzen überhaupt ausspricht, ja, man sieht nur mit dem Herzen gut. Wie gesagt, das ist das Gegenteil von diesen billigen Trostformen eines Paulo Coelho und Co. Das ist tatsächlich Literatur als Trostreserve. Platz 2. Wer könnte es anders sein? J.R.R. Tolkien mit Der Herr der Ringe und dem Hobbit, wenn man es zusammennehmen möchte. Für mich ist Der Herr der Ringe tatsächlich der beste Roman über den Zweiten Weltkrieg. Dagegen hat sich Tolkien immer sehr gewehrt, dass man seinen Roman parabelhaft liest. Dennoch wurde es getan und manchmal ist ja auch ein Text klüger als sein Autor. Für mich ist völlig klar, dass Sauron nirgendwo anders wohnen kann als in der Deutschen Reichskanzlei. Das muss jeder Leser für sich selber herausfinden. Was mir so gut an dem Tolkien gefällt, ist, der wurde ja schon zu seinen Lebzeiten, er starb 1973, attackiert. Diese Fantasy-Literatur, die sei doch schierer Eskapismus. Und das waren ja damals politisch belegtere Zeiten als heute, darf man sagen. Ja, alte 68er waren da überhaupt nicht gut zu sprechen auf Eskapismus. Das lenkt ja ab von den herrschenden Produktionsverhältnissen und so weiter. Und da sagte Tolkien eben mal so schön, ein hübsches Bonmot, das ich gern zitiere, die einzigen, die etwas gegen Eskapismus haben, sind die Gefängniswärter. Und vor solchen Gefängniswärtern, von solchen Gefängniswärtern wimmelt es auch heute noch, gerade in der Literaturkritik Menschen, die ihnen sagen, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. So möchten wir es eigentlich nicht haben. Wir sind Gott sei Dank freie Leser. Ich sehe Literaturkritik eher als die Aufgabe, dass man da Lesetipps gibt. Ja, und was ist jetzt der meistverkaufte Roman aller Zeiten seit Johannes Genswein, genannt Gutenberg, den Buchdruck erfunden hat? Niemand anderer als Charles Dickens. A Tale of Two Cities, eine Geschichte zweier Städte. Ich habe diesen Roman wieder gelesen, ich habe ihn mal als Schüler lesen dürfen. Das ist übrigens auch der Grund, warum Dickens da auf Platz 1 ist, weil er seit 100 Jahren im angloamerikanischen Bereich schlicht und einfach Schullektüre ist. In Deutschland ist der Roman ja gar nicht so populär, das ist aber auch eine Chance. Weil was Dickens hier macht, ist ja schon was Verblüffendes, nämlich im Abstand von etwa 60 Jahren schreibt er einen historischen Roman über die französische Literatur. Die beiden Städte, deren Geschichte er erzählt, ist London und Frankreich, London und Paris. Und er macht das mit einem der sensationellsten Romananfänge, die ich überhaupt kenne. Ich lese Ihnen nur mal den ersten Satz vor. Es war die beste Zeit, es war die schlechteste Zeit. Es war das Zeitalter der Weisheit, es war das Zeitalter der Torheit. Es war die Epoche des Glaubens, es war die Epoche des Unglaubens. Es waren die Tage des Lichts, es waren die Tage der Finsternis. Es war der Lenz der Hoffnung, es war der Winter der Verzweiflung. Wir hatten alles zu erwarten, wir hatten nichts zu erwarten. Wir gingen alle schnurstracks dem Himmel zu, wir gingen alle schnurstracks den anderen Weg.
Kurz, die Zeit war insofern der Gegenwärtigen gleich, als einige ihrer lernendsten Kenner behaupteten, es könnte von ihr im Guten wie im Bösen nur in Superlativen gesprochen werden. Das ist sozusagen der Befreiungsschlag der Literatur als Zeitmaschine. Ja? Das ist ja das Geheimnis, warum uns Romane in andere Zeiten aus unserer Haut buchstäblich herausreißen können und in eine andere Welt transportieren. So wie Dickens das macht zu Zeiten der französischen Revolution, so funktioniert es auch heute noch. Denken Sie nur an die Hilary Mantel, eine britische Autorin, die einzige, die zweimal hintereinander für die ersten beiden Bände ihrer Trilogie um Thomas Cromwell, die rechte Hand von Heinrich dem VIII., mit dem renommiertesten englischen Buchpreis, britischen Buchpreis, dem Booker-Preis ausgezeichnet wurde. Wölfe und Falken heißen die aktuellen Bücher von ihr, die genau uns das 16. Jahrhundert so realistisch beschreiben, als wäre es gestern geschehen, als könnten wir tatsächlich mit unserer Art und Weise, wie wir da empfinden, in dieser Zeit leben. Das funktioniert auch weiterhin. Das ist für mich nach wie vor das Geheimnis der Literatur. Wenn wir aber ein kleines Schrittchen noch zurückgehen, auf Platz 11 dieser Liste, leider nur auf Platz 11, stand ein Roman, der so gut zu dem Charles Dickens passte, eine Geschichte zweier Städte, nämlich Wladimir Nabokovs Lolita. Und wenn ich Ihnen da den ersten Satz vorlesen, einer der berühmtesten Romananfänge ebenfalls der Weltliteratur, dann wissen Sie, was in 100 Jahren Evolution der Romantechnik zwischen Charles Dickens, A Tale of Two Cities und Lolita von Nabokov